So, meine Damen und Herren, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Mein letztes Video ging über Wiska Barca, kam eigentlich ganz gut an, aber die ganzen Fanboys haben kommentiert, dass er sich entschuldigt hat und ich da nicht weiter ein Video darüber machen soll. Er hat seinen Fehler eingesehen, dies, das. Hate interessiert nach einer Zeit keinem mehr. Ihr könnt, glaube ich, auch eure Schwester in dem Video. Es wird keinen nach einer Zeit mehr interessieren. Aber ich glaube, Barca hat jetzt wirklich genug gelitten. Scheiß auf Barca. Um was wird es heute in diesem Video gehen? Es gibt einen YouTuber da draußen, der mich die ganze Zeit provoziert. Er hofft einfach, dass er jetzt irgendwelche Kritikpunkte aus meinem Video hier nehmen kann und halt antworten kann und dass er mal endlich wieder Klicks macht. Ja, es ist eine Watte-Spacken-Folge. Es wird noch Werbung kommen über Karma 2.0. Es hat nicht geklappt. So, Karma 2.0 sieht man. Ich ziehe mich gleich aus, keine Sorge, Leute. Und am Ende rede ich noch über das Video, was momentan auf Instagram trendet. Da, wo der Junge irgend so einen Obdachlosen geschlagen hat. Machen wir alles gleich. Da ich kein Skript für dich gemacht habe, Quantum, machen wir das heute einfach Freestyle-mäßig. Wie hat das Ganze angefangen? Augenblick, ich muss gucken, was du kommentiert hast. So, Leute, dafür gehe ich jetzt einfach auf meinen Kanal. Filter die Kommentare. Also, schreib erstmal seinen Namen auf. Ups, das ist mir ein bisschen zu laut. Und jetzt schreiben wir Quantum. Es geht ja um Quantum. Allein der Name, Digga. Quantum, Septum. Was bist du, Alter? Bist du ein Harry Potter-Zauberspruch? Sektum Sempra, Alter? Ja, Leute, ich finde leider den ersten Kommentar nicht. Vielleicht hat er das auch gelöscht oder es wurde von YouTube irgendwie gefiltert. Ich tippe mal auf gelöscht, aber wenn es nicht gelöscht wurde, brauchst du jetzt auch nicht rumheulen in deinem Video, was du jetzt als Antwort machst. Dann hast du es eben nicht gelöscht. Ich fasse mal seinen ersten Kommentar zusammen. Er hatte kommentiert so viel wie... Das war unter einem Live-Reaction-Video von mir, unter einem Beşiktaş-Video. Er hatte irgendwas kommentiert mit, das ist nicht real, deine Ausraster sind fake. Das kann doch nicht sein, dass du jedes Mal so krass ausrastest und du machst einen auf, du bist real und du prangerst das bei den Leuten an, dass sie alle fake sind, dies, das, ist das, was bist du für ein Mensch mäßig. Da habe ich ihn auf jeden Fall darauf geantwortet gehabt in den Kommentaren, dass ich in den nächsten Videos darauf antworten werde. Eigentlich war das nur als Gag gemeint, aber er hat dann direkt, er hat sich gefreut, er hat gesehen, okay, da kann was passieren. Naja, egal. Es hat sehr lange gedauert. Guck mal, er hat immer wieder kommentiert. Unter jedem Video hat er kommentiert und provoziert. Guck mal, vor 6 Tagen hat er kommentiert, krass. Weil er wartet auf eine Antwort. Also doch nur leere Worte. Weil ich hatte ja darauf geantwortet gehabt auf seinen Kommentar. Das sagen wir, okay, ich werde darüber ein Video machen, dies, das. Hatte ich dann aber zu dem Zeitpunkt nicht gemacht, hat er da kommentiert gehabt unter meinem Video. Du kleiner Fanboy, weil es ganz oft das Video ging nicht, ne? Dann habe ich ihm geantwortet, keine Sorge, für dich hat es in diesem Video keinen Platz. Du kriegst noch dein Fett weg. Da meinte er, Jabrote, ja, bin ich mal auf deine schlechten Argumente gespannt. Okay, Quantum, du fette Qualle. Ich bin nicht als Bayern-Fan geboren, dass ich daran gewöhnt bin, dass wir irgendwie jedes Jahr in der Champions League sind, okay? Ich bin Beşiktaş-Fanatiker. Ich glaube, Beşiktaş hält den Weltrekord an Dezibel, wie laut halt die Zuschauer im Stadion sind. Leider ist es bei uns Südländern so, dass wir halt für jede Scheiße ausrasten und laut werden. Bei mir ist es so, dass wenn ich mich freue, ich natürlich ausraste und will, dass mein Verein weiterkommt. Ich will, dass wir in der Champions League weiterkommen. Ich will, dass Beşiktaş weltweit bekannt wird. Und wir haben in der Gruppe zerfickt. Alter, wir haben so Bombe gespielt. Warum gönnst du mir nicht, dass ich mich freue, du Hund? Denkst du, ich hab's nötig, irgendwelche Reaction zu faken? Ein Bruchteil meiner Zuschauer unter meinen Live-Reaction-Videos kommentieren, dass ich das fake und irgendwie mir Highlights angucke oder was auch immer. Junge, seid ihr behindert? Ich habe so eine App, wo ich alle Kanäle schauen kann. Egal ob Spanien, Türkei, Deutschland, was auch immer. Ich kann von jedem Sender Fußball gucken. Und wenn ich mir die Champions-League-Spiele angucke, gucke ich das immer auf TV Boo. Ich könnte auch auf Deutschland Sky gucken, aber dann werden die Videos gesperrt. Darauf habe ich keinen Bock. Die in der Türkei haben noch gar keine Ahnung mit Videos, Claim, dies, das. Und das kann halt Türkei nicht. Deswegen habe ich da keine Probleme mehr. Also an alle, fickt euch, an meine türkischen Zuschauer, Digga, die auch Beşiktaş-Fans sind. Seid ihr behindert? Als ob ich sowas faken würde, Alter. Sag das mal unter den Kommentaren, weil viele Facebook-Seiten und viele Instagram-Seiten posten das und da sind immer so Kommentare, wie du sagst, ja, der fake das, der guckt sich Özat an. Junge, du Hurensohn. Jetzt bringe ich dir noch ein schlechtes Argument. Beşiktaş hatte in den Hinspielen immer eine hohe Quote. Das erste Spiel war eine 8er-Quote, das zweite 5, das dritte 4. Und rate mal, wer bei diesen Spielen immer abgesahnt hat. Sportwetten sind scheiße, Freunde, egal wie viel Geld ihr gewinnen könnt, ihr macht einfach nur Minus. Macht das einfach nicht. Aber so ein Huni auf Beşiktaş 8er-Quote hat schon geschmeckt, mein Freund. Also habe ich einen Grund mehr, mich zu freuen. So, jetzt bin ich endlich nach 10 Jahren auf deinen Kommentar eingegangen. Und jetzt checken wir mal deinen Kanal ab. Natürlich benutze ich keine Videos von dir, damit du mich nicht striken lassen kannst. Du kannst gerne machen, was du willst. Hier, nimm mein Video, mach was du willst, mach Jump Broke, irgendwas. Nimm irgendwelche Videos von mir, wo du irgendwas findest, was du kritisieren kannst oder irgendwas aufdenken kannst. Mach. Dank dir habe ich wieder eine Was-für-Spacken-Folge, du Vollidiot. So, geh mal auf deinen Kanal, du erbärmlicher, irrelevanter Keck. Ich glaube, du warst die fette Qualle, die einen auf Netzwerkmanager gemacht hat. Denn er hat es nicht damals Edis Kanal gelöscht? Soll kein Vorwurf sein, vielleicht stimmt das auch nicht. Aber ich habe irgendwie mal sowas mitbekommen gehabt. Edis ist für mich auch ein Lappen. So, was macht er denn so Schönes auf seinem Kanal? Katja Krasewitsch, Doggy, erste Reaktion mit Hund. Ausrufezeichen groß geschrieben. Pfeile und Katja im Thumbnail. In 5 Stunden 2800 Klicks. Kleiner Lappen. Katja hat so einen Hype und nicht mal das Video von dir hat Klicks gemacht. Es geht mir nicht um die Klicks, aber zieht euch mal seine Thumbnails rein und seine Titel, Alter. Kind versinkt im Treibsand. In Klammern weint. 3000 Klicks. Oh nein, ich lese meine schlimmsten Hater. Wahrscheinlich Kommentare. Versuch nicht wegzuschauen. 8000 Klicks.
Ich höre mit YouTube auf? Fragezeichen? Versucht nicht wegzuschauen. Eine Spinne im Thumbnail, sehr viele Pfeile und so weiter. Und an alle da draußen, die sagen, ich kann mich nur an großen YouTubern hochziehen, ich kann da nur Klicks abgreifen, glaubt mir, dieses Video wird auch Aufrufe machen, obwohl dich niemand kennt. Guck mal jetzt dein meistgeklicktes Video an. Wow, 2,1 Millionen Klicks, nicht schlecht. 1,9, 1,4, 1,1. Willst du jetzt damit angeben, du Lappen? Was sind das denn für Videos? Was lassen Mädchen für Geld mit sich machen? Bestimmt gucken die Leute das Video wegen dir. Für deine Persönlichkeit kriegst du 2000 Klicks, Junge. Mehr nicht. Mach mir nicht auf YouTuber, Digga. Du bist einfach ein Mainstream-Produkt, der jedes Mal erhofft, sich so viele Klicks zu ergeiern. Digga, für deine Persönlichkeit wirst du niemals Aufrufe machen, weil du keine Persönlichkeit hast, Junge. Guck mal, das reicht schon. Ich habe nur auf deinen Kommentar geantwortet, habe auf deinen Kanal geschaut, Digga. Du bist ein erbärmlicher Lappen, Digga. Versuch dich nicht zu erschrecken. Thumbnail mit Blut im Gesicht, Kreise, Pfeile. Du bist ein irrelevanter Keck, okay? Lass das mit YouTube. Vergiss YouTube, Digga. Deine 3000 Klicks, Digga, diese 2 Dollar. Ich geb dir 1 Dollar, aber bitte hör auf mit YouTube, Digga. Aber egal, wenn du auf dieses Video antwortest, kannst du ein paar Klicks ergeiern, Digga. Schreib John Broke dick und fett hin, okay? Dann kannst du Klicks machen. Glaub mir, schreib noch so was für Spacken, weil das ist das meiste, was bei mir geklickt wird. Mach das, glaub mir, schreib das in die Tags und so. Ich selbst mach das nicht, aber mach du das, dann bist du ganz oben. Dann kannst du auch mal Klicks machen. Mach das. Das Mädchen Trolling und Omegle. Sogar auf Englisch schreibt er, weil er sich englische Klicks ergeiern will. Ich bräuchte nicht mal ein Skript machen, Junge. Ich würde mir deine Videos niemals reinziehen, Digga. Und wenn ich dein Video benutzen würde, würdest du eh sperren, weil du nur keine Möse bist. Quantum, Alter. Kurze Werbeunterbrechung. Achtet mal, ich habe neue T-Shirts, Freunde. Karma wurde revolutioniert. Karma 2.0. Bombe. Bombe. Warte, ich habe noch mehr. Hier, Quantum. Karma. Karma hat dich jetzt gefickt. Achte. Schwarzes T-Shirt. Karma. Navy T-Shirt. Quantum, achte mal. Das ist für dich. Kannst du kaufen. Vielleicht schütze ich das dann von deinem Karma hier. Bombe ist auch krass, Digga. Ich ziehe das jetzt aber nicht an. Ihr werdet eh demnächst nur noch Werbung sehen. An alle, die sich was von mir bestellen, ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben und ich glaube, ich werde das wieder machen, dass ich alle Leute anrufe und mich bedanke. Und wenn ich das nicht machen sollte, werde ich trotzdem jeden auf Instagram antworten. Ich werde eure Bilder liken, was ihr mit Karma anhabt. Ich will unbedingt die Bilder haben. Ich will so eine Collage machen und auf Instagram posten. Damals habe ich mir Instagram erstellt, um Hayat zu supporten, aber dann wurde mir Hayat weggenommen, Digga. Seitdem habe ich Karma und seitdem habe ich auch Instagram. Das einzige Problem bei diesem Telefonieren ist, dass viele Leute das ausnutzen. Die schreiben einfach in die Suche Jump Broke, nehmen irgendwelche Bilder von anderen, schicken mir das mit einem Fake-Account und ich habe auch schon sehr viele Leute so angerufen. Das ist sehr unfair gegenüber den anderen. Und ich habe, glaube ich, 2-3 Mal Leute vergessen, weil ich so oft gespammt wurde von Zuschauern, Digga. Und da wurde mir das auch als ehrenlos angetitelt, warum ich die Leute nicht anrufe und die Leute verarsche. Deswegen, ich gebe mein Bestes. Überleg mir das nochmal, ob ich die Leute anrufe oder nicht, aber ich werde auf jeden Fall safe jeden antworten. Ich kann auch ein Video per Instagram schicken, wo ich mich bedanke. Das ist gar kein Problem, Leute. So Leute, jetzt sind wir mit Quantum und der Werbung fertig. Jetzt kommen wir zu dem Video von diesem einen Albaner, der Obdachlose schlägt. Ich guck mir das mal eben an. Ich werde das Video auf jeden Fall verzehren, damit mein Video nicht gesperrt wird. Ja, McDonald's. Da, rechts, oder? Ja, nee, geh nach hinten. Du kleiner Bastard, du kleiner Hurensohn, du ehrenloser kleiner Hundesohn, du Peachgeburt, du Hund, du kleiner Hund, bist du krass, dass du mit deinen 15 Jahren, Digga, einen Obdachlosen schlägst oder was? Belking, Belking, welche Richtung? Guck da nach rechts und dann gibst du ihm eine Bombe oder was? Du kleiner Schwanz, aber ich habe mitbekommen, dass er noch andere Obdachlose geschlagen hat. Digga, du bist so ein kleiner Lappen. Guck mal, in diesem jungen Alter macht man viel Scheiße, ne, aber sowas kann doch nicht dein Ernst sein. Ich habe mich auch geschlagen als Kind, okay, mit 15 macht man Scheiße, baut man Kacke, sowas ist nicht gut, aber was machst du, Digga, du scheißt ja richtig rein. Einfach Obdachlose schlägst du, du kleiner Hundesohn. Ich hoffe, du kriegst eine gerechte Strafe, aber ich habe ein Video geschickt bekommen, wo er sich dann mit jemandem geboxt hat, der das Video gesehen hat. Das ist, glaube ich, ein Schwarzer gewesen. Muss ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Gegen Ende haut er auf jeden Fall ab. Das Video habe ich ja schon gesehen. Ja, bist auf jeden Fall ein krasser Typ. Gegen Obdachlose kannst du dich wehren und was heißt wehren, Digga? Die haben sich ja nicht mal mit dir, die wollten ja nicht mal was von dir. Du wolltest dich einfach beweisen und zeigen, wie krass du bist, Digga. Guck mal, irgendwie kann ich das verstehen. Dieser Junge hat eine Strafe verdient, aber ihr könnt nicht mit 10 Mann auf einen draufnehmen, weil er einen Fehler gemacht hat. Ihr könnt ihn beleidigen, was auch nicht gut ist, aber ich mach's ja auch gerade. Du bist ein kleiner Peach. Und dieses Video bleibt drin, Kollege. Du kannst nichts machen. Zeig mich ruhig an, habe ich kein Problem mit. Das Video bleibt so lange drin, bis ich gezwungen werde, das Video rauszunehmen. Wehrlose alte Obdachlose Schlange, was bist du für ein Hundesohn? Leute, tut mir jetzt einen Gefallen und kommentiert in den Kommentaren Hashtag Gewalt ist keine Lösung. Lass uns das ein bisschen voll spammen, lass uns das zum Trend machen. Wird eh nicht trenden. Schlagt euch nur, wenn ihr euch wehren müsst. Lasst euch von niemandem schlagen, okay? Aber versucht Gewalt immer aus dem Weg zu gehen. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, das Leben ist viel zu kurz. Fickt einfach nicht euer Kopf mit sowas. Lasst euch von gar keinem provozieren. Lebt einfach euer Leben, wenn einer mit euch Stress haben will. Lasst die Leute labern, lauft vorbei, lasst sie reden, Digga. Scheiß drauf. Ja, Leute, und das soll es mit dem kurzen Video gewesen sein. Quantum hat sich... Oh mein Gott, wir sind noch nicht fertig. Lejanko, ich hab euch doch versprochen, ich werde Lejanko auch in meinem Video benutzen. Ja, Leute, heute mache ich mich richtig unsympathisch. Ich will Leute Abonnenten filtern. Jeder, der Lejanko abonniert hat, soll
soll mich jetzt deabonnieren. Dieser Junge ist eine kleine Kopie von allen YouTubern. Dieser Junge hat 2 Videos von mir 1:1, Satz für Satz, gleich gemacht. Jede Szene von mir rausgeschnitten und jeden Satz, den ich zu diesen Videos, wo ich reagiert habe, irgendwas gesagt habe, 1:1 nachgesagt. Plus, er hat das so verdeckt und gesagt, dass ich sein Vorbild bin, hat mich verlinkt oder was auch immer, weil meine Zuschauer da kommentiert haben mit, ja, du machst Jabok nach dies, das. Nein, er schreibt in die Beschreibung, nein, ich habe mich nur inspirieren lassen, ich bin Fan, er ist mein Vorbild, dies, das, dies, das. Du Schwanz hast einfach keine Videoideen, lädst unsere Videos runter, kopierst alle unsere Sätze. Er hat mir 1:1 nachgemacht, Digga, und ihr feiert ihn? Digga, das ist nur eine billige Ausrede, dass ich ein Vorbild von ihm bin. Wenn ich so ein krasses Vorbild von ihm wäre und er wirklich hinter mir steht und mich so feiern würde, dann würde er nicht bei meinen Feinden kommentieren. Okay, und bei den Lutschen, er hat ja überall kommentiert. Ja, ich habe auch einen Kanal, dies, das. So Tam, Eigenwerbung, so Tam, Opfer, Digga. Junge, jeder kann es schaffen. Hört auf mit dieser Eigenwerbung. Lejanko hat von mir 0 Respekt verdient. Er hat auch ein Video gemacht, wo er sagt, ja, Minus wegen FIFA gemacht. Junge, wollt ihr mich verarschen? Ihr folgt alle eine kleine Kopie, die von jenen alles nachmacht, Digga. 1:1 die Sätze klaut, alle Videoideen klaut, alles kopiert, alles runterlädt und alles gleich macht und wollt mir sagen, ich mache irgendjemandem was nach? Zumal hat der Beef mit irgendwelchen Leuten, wie zum Beispiel mit einem ABK und sagt da, ey, leg dich doch mal mit einem Jump Broke an. Junge, du kleiner Mr. Fitner, warum soll ich mich wegen dir mit Leuten beefen, Digga? Das Lustige ist, ich kenne ABK schon seit einem Jahr, ihr wisst gar nicht, was hinter den Kulissen hier abgeht. Und dann all die jetzt kommentieren, Can, er ist Türke, warum stehst du hinter ihm? Junge, was interessiert mich, dass das der Türke ist? Er ist eine kleine billige Kopie, mehr nicht. Und sowas unterstütze ich nicht. So, Leute, genug künstlich aufgeregt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann macht einfach gar nichts. Karma 2.0 ist in der Videobeschreibung. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr euch was gönnt. Weil es Weihnachten. Ich dachte gerade so, oh, ich habe auch deutsche Zuschauer. Ich zwinge jetzt meine deutschen Zuschauer dazu, deren Eltern zu sagen, ey Mama, ich wünsche mir das zu Weihnachten. Aber dabei habe ich nur Ausländer-Zuschauer und keiner wird irgendwas kriegen. Weil wir feiern keinen Weihnachten. Ja, und dann soll es gewesen sein. Ich hoffe, Quantum, ich kann dir jetzt bei deiner Karriere helfen. Antworte auf dieses Video, wenn du Bock hast. Ich gönne dir diese Klicks eigentlich nicht, aber da du ja eh keine Videoideen hast und irgendwie versuchst, Hype zu kriegen, viel Spaß bei der Antwort. Ich hoffe, du wirst sehr viele Argumente gegen mich finden. Du bleibst trotzdem mein irrelevanter Cake. Und du kannst machen, was du willst, ich werde nicht mehr antworten. Bis nächste Woche. Nächste Woche kommt ein FIFA-Video. Ich habe meinen Tisch kaputt gemacht und mein Controller ist kaputt. Ciao!